freue mich so sehr, dass ich wieder bei dir sein darf. Hallo, ich hoffe, dir geht's gut. Christine Hackl da und du bist bei einer neuen Folge aus Hackl for Life, wer die Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Und heute geht's mir um ein ganz spezielles Lieblingsthema. Das beschäftigt mich schon die letzten Monate sehr, sehr intensiv. Und ich möchte dieses Thema gerne mit dir teilen, die Kunst des Weglassens. Mich hat das so speziell zu Corona-Zeiten intensivst und vor Corona eigentlich schon fairerweise gesagt sehr intensiv beschäftigt. Dieses immer weiter, besser, schneller, höher und so. Und ich habe mir gedacht, das ist was, wo ich nicht das Gefühl habe, dass das ein gesundes Wachstum in Gang bringt. Und ich habe mich dann begonnen, mit der anderen Seite zu beschäftigen, mit der Kunst des Weglassens. Was können wir alles weglassen, damit unser Leben gut gelingen kann? Und an dem möchte ich dich gern heute teilhaben lassen. Freue dich auf diese neue Folge. Die Kunst des Weglassens. Es gibt eine wunderbare Geschichte über Michelangelo, wie er den David erschaffen hat. Und ich bin vor diesem David gestanden und ich habe wirklich gestaunt vor diesem so genialen Kunstwerk. Man spürt die Kraft da in diesem David drinnen. Und als Michelangelo gefragt worden ist, wie gesagt, wie ist es dir gelungen, diese Skulptur so lebendig zu erschaffen? Hat David gesagt, also ich verstehe diese Frage nicht, denn der David war im Marmorblock immer schon da. Und als dieser Marmorblock vor mir gestanden ist und ich den David darin schon erblickt hatte, war meine Aufgabe, alles Überflüssige wegzuschlagen, sodass dieser David wirklich erstrahlen kann. Und was ist das für eine wunderschöne Haltung, oder? Und genau darum geht's in der Kunst des Weglassens. Wir, musst du vorstellen, wir Menschen sind ja in der Regel sehr geprägt vom Mangel, okay? In unserer Kultur geht's weiter, besser, schneller, höher. Und das ist immer ein Hinweis auf ein Mangeldenken. Weil ein Mensch, der in der Fülle ist, der sagt nicht, ich brauche noch mehr, dass ich glücklicher bin. Der weiß, jetzt ist es gut, ich habe alles, was ich brauche, eh da. Das heißt, dieses weiter, besser, schneller, höher ist immer ein Indiz dafür, dass Menschen im Mangeldenken sind. Und das ist eine Katastrophe, weil das so viel Schaden anrichtet. Mir hat dieses Thema schon vor Corona massiv gepackt, weil man dachte, wo führt das hin? Das ist immer in den Hotels, habe ich das festgestellt, bei den Seminarteilnehmern zum Teil. Es war das nicht genug, was da war und es hätte noch mehr sein sollen und noch mehr von dem. Und das war eine Haltung, die manchmal echt in eine Überheblichkeit gemündet hat, die mich richtig, richtig bewegt und zum Nachdenken gebracht hat. Und da möchte ich dir gern so ein bisschen einmal, dass du so die Idee kriegst, was verbirgt sich hinter dem Mangeldenken und wie können wir uns jetzt in der Kunst des Weglassens üben, möchte ich dir gern einfach nur ein paar Inspirationsdinge mitgeben. Also, wie gesagt, beim Mangeldenken geht es darum, dass man diesen Mangel kompensiert. Deswegen ist diese Grundhaltung immer dieses höher, schneller, weiter, besser. Und das Wichtigste ist, es geht ums Maximieren, das heißt, die Idee ist, mehr ist besser und es geht um rein quantitatives Wachstum, also das heißt Wachstum in die Breite. In der Kunst des Weglassens ist es genau umgedreht. Es geht darum, dazu sagen, möglicherweise weniger ist mehr, das heißt, es geht ums Reduzieren. Und es geht von der Haltung vielleicht her ist es auch ganz spannend. Wir haben in diesem Mangeldenken heraus geht's darum, diese Haltung, also ich tue, damit ich bin. Und in der Kunst des Weglassens wissen wir, ich bin. Und aus dem ich bin heraus kann ich jetzt tun. Das heißt, der Satz, ich bin und tue. Und das ist eine komplett andere Grundhaltung. Und das heißt, es ist eine achtsame, eine bewusste Lebensgestaltung aus der Fülle heraus. Und jetzt kommt das Wichtigste, der spannende Aspekt. Es geht nicht um quantitatives Wachstum, wie wir gehört haben beim Mangeldenken, sondern in der Kunst des Weglassens geht es um qualitatives Wachstum. Also Wachstum in die Tiefe.
Und da hast du was ganz Geniales, was du jeden Tag mit dir herumträgst, was dir das zeigt, wie die Kunst des Weglassens geht, nämlich dein Gehirn, okay? Dein Gehirn bitte wächst jeden Tag, machst du dir das eh bewusst? Jeden Tag bis zum letzten Atemzug wächst dein Gehirn. Aber es wächst nicht aus dem Mangel heraus. Sonst müsste es ja mit der Idee wachsen, ich muss schneller, weiter, besser, größer werden. Und das hat dein Gehirn Gott sei Dank gar nicht als Grundidee mitgekriegt, weil es weiß, dass die Schädelplatten so und so das begrenzen würden. Und trotzdem wächst dein Gehirn. Und wie tut es das jetzt? Es wächst in die Tiefe, es wächst in die Qualität. Das heißt, es wächst durch Vernetzung, durch Verdrahtung, durch Beziehung, könnte man sagen. Das heißt, Dinge, die überhaupt nicht verbunden waren, werden plötzlich verbunden. Und mit einem Schlag, wo Synapsen gebaut sind, verbunden sind, werden Quantensprünge möglich in deinem Gehirn. Und das ist eine wunderschöne Analogie, die du mit dir herumtragst und die dich jeden Tag daran erinnern kann, dass die Kunst des Weglassens was ist, was du grandios beherrschst. Dein Hirn zeigt es und du könntest dich jeden Tag daran erinnern. Das ist, weißt du, wenn ich manchmal mit Menschen im Coaching arbeite, erlebe ich das auch so. Die kommen so mit der Idee, gerade so darum, wenn es geht, eine Bühnenpräsenz zu erwerben. Manche sagen dann, ich bin Führungskraft, stehe sehr häufig vor Menschen und brauche Bühnenpräsenz. Oder manche sagen, ich leite einen Verein oder ich habe oft zu reden vor Menschen. Und es geht einfach um Bühnenpräsenz. Bitte gib mir das und das dazu. Ich habe das Gefühl, das und das fehlt mir noch. Und dann komme ich sehr oft daher und sage, was wäre, wenn du alles hättest, was wichtig ist für eine echte Präsenz und es darum gehen würde, alles wegzulassen, was dich hindert an der echten Begegnung mit einem anderen Menschen. Und das ist so schön, wenn ich diese Menschen dann vor mir habe und dann sehe, was da mit ihnen passiert. Wenn wir wegkommen von diesem Mangelwesen denken, dass ich erst was mir aneignen muss, erst quasi in der Quantität wachsen muss, um etwas zu sein. Und wenn die dann mitkriegen, du bist doch schon was. Und das ist so, mir erinnert das an eine wunderbare Begegnung mit einem kleinen Mädchen. Und ich habe das schon einmal erzählt, weil es mich so sehr berührt hat. Und sie wird gefragt, ja, was möchtest denn du einmal werden? Und die kleine Maus mit ihren knapp 3 Jahren sagt, aber Mama, ich bin doch schon was. Und ich habe das so köstlich gefunden, weil man gedacht habe, genau dieses kleine Kind hat es verstanden, worum es im Leben wirklich geht. Und ich möchte dich jetzt so vielleicht einladen, ich weiß, das, mehr steht mir eh nicht zu und mehr mag ich ja gar nicht, aber dich einzuladen, das möchte ich mit voller Freude tun, nämlich auf einen Weg, dich zu machen in der Kunst des Weglassens. Und wenn du magst, gebe ich dir auch gerne ein paar so Reisetipps, ein paar so Navigationstipps an die Hand, sodass du gut dich durchnavigieren kannst durch diesen Weg in die Kunst des Weglassens und wirklich für dich immer mehr und mehr diesen David, diesen innerlichen David zum Erstrahlen bringen kannst. Also, das Wichtigste, beginn bitte diese Reise mit einem sogenannten Mindshift. Also Mindshift ist echt so dieser Gedanken, nicht Gedankensprung, sondern dieser Gedankenshift, also wo du deine Gedanken komplett veränderst, weg von diesem Mangeldenken. Mach dir, wenn du merkst, du bist wieder so in dieser Tendenz, weil das heute in unserer Welt so üblich ist, so in diesem, ich brauche von dem noch und ich brauche da noch und höher, weiter, besser, schneller ist gut und mehr ist immer besser, dann halte kurz inne, erkenne das Programm und sag zu dir selber Stopp. Stopp, ich bin schon wieder im Mangeldenken. Und dann korrigier dich sofort in deinem Denken und sag, ich bin richtig so, wie ich bin und es ist jetzt richtig so, wie es jetzt ist. Und es geht möglicherweise darum, was wegzulassen, dass ich noch mehr in meiner Echtheit, noch mehr in meiner Präsenz sein kann. Also es fängt immer an, wenn du dir auf diesen Weg machen magst, fängt diese Reise an, mit dem Sortieren, mit dem Beobachten, möglicherweise auch mit dem Korrigieren deiner Gedanken.
Und jetzt der zweite wichtige Punkt, üb dich einmal wirklich praktisch im Weglassen. Was kannst du weglassen? Und lass dich mal überraschen, wenn du was weglässt, was von deiner Essenz spürbar ist. Was kannst du weglassen in deinem Leben? Vielleicht ist es einmal eine Mahlzeit, die du weglassen kannst und dann schauen kannst, was kommt denn da so von dir heraus, wenn du etwas weglässt. Ja, Fasten ist eine wunderbare Möglichkeit, wie du dich in der Kunst des Weglassens üben kannst. Oder auch Schweigen. Schweigen ist eine wunderbare Einladung, wie du etwas weglassen kannst. Im Coaching gibt es einen wunderbaren Satz, den ich sehr häufig meinen Klienten sage. Und dieser Satz heißt, viele Worte verbergen. Manchmal sagen Menschen so viel, sie reden so viel und vor so vielen Worten haben sie das Eigentliche nicht gesagt. Das kommt gar nicht zum Strahlen, das, was wirklich dran ist. Mit meinen Seminarteilnehmern mache ich dann gerne eine Übung dazu. Und diese Übung heißt 6-5-4-3-2-1-0. Und zwar, die gehen zu zweit zusammen in der Regel. Und einer beginnt von den zwei Menschen, einer beginnt, dem anderen einen Satz zu sagen, irgendwas Schönes oder eine Geschichte zu erzählen mit 6 Worten. Okay, der andere hört sich das an und dann geht es zurück. Das heißt, auch der erzählt dem vis-à-vis eine Story, eine Geschichte, ein Satz, ein Kompliment. Das kann ganz viel sein. Da gebe ich mir, also inhaltsmäßig gebe ich da frei. Aber das, was ich nicht freigibt, das sind eben diese 6 Worte. Und dann ist Wechsel. Ein neuer Mensch steht vor einem und jetzt habe ich nur mehr 5 Worte, um etwas zu beschreiben. Vielleicht um dem anderen Menschen ein Kompliment zu machen oder um meinen Tag zu beschreiben. 5 Worte. Dann wieder Wechsel, 4 Worte, 3 Worte, 2 Worte, 1 und dann 0. Und bei 0 Worten ist unsere Präsenz wirklich gefordert. Das heißt, es sind 2 Menschen, die schauen sich an und spüren die Essenz voneinander. Und das ist so, so berührend, wo wir merken, wann wir ganz viel Schwall da so herauskommen lassen, wird die Essenz immer verdeckt. Aber wann der Mensch aufhört mit dem und weglässt, was er da so an Fülle manchmal, an zu viel Fülle mit sich herumträgt, dann wird die Essenz so spürbar. Und das sind echt Momente, die bleiben bei meinen Seminarteilnehmern. Und ich kriege oft noch Jahre später dann Post zu dieser Übung, wie gewaltig, wie bewegend diese Übung war, wie sie sich geübt haben in der Kunst des Weglassens beim Sprechen. Also ganz berührend, das kannst du auch machen. Und schau mal, wenn Menschen vor einen Traualtar oder vor Standesamt treten, da wird nicht so dieses Ich liebe dich und, sondern es geht um dieses Ja. Ich sage ein Wort zu dir. Und nicht, ich beschreibe, wie könnte man das vorstellen und wann unter diesen Umständen und so weiter, sondern sprich dieses Fiat, sprich dieses Ja zum Leben, dieses Ja zu einem Menschen laut und deutlich, auch meistens in Anwesenheit von irgendwem anderen, sprich es aus. Nur diese Essenz, dieses klare Ja. Und da merkt man auch wieder, wie kraftvoll das ist. Übrigens in der Bibel ist es so, da haben die Bibel ist das Buch mit den kürzesten Worten. Der Silbendurchschnitt in der Bibel besteht aus 1,45 Silben pro Wort. Und das heißt, du kannst, wenn du dir hernimmst, die Schöpfungsgeschichte, Buch Genesis, am Anfang war das Wort. Und das Wort, der Logos, das Wort war bei Gott. Und ohne dieses Wort ist nichts geworden. Und du kennst es, wie es dann weitergeht. Und du musst doch nicht religiös sein oder was auch immer, sondern mach dir bewusst, immer wenn es um Essenz geht, ist dieses Drumherum, was wir so inszenieren, weggelassen worden. Und das ist was Wunderschönes. Also zweiter großer Tipp nach dem ersten, nach diesem Mindshift, nach dieser Gedankenkorrektur,
Üb dich ganz praktisch in der Kunst des Weglassens. Lass was weg und dann mach dir mal bewusst, wie diese Essenz wirklich spürbar wird. Ja? Oder lass einmal bei dir weg so diese Musik oder dieses berieselt werden von was. Setz dir mal einfach achtsam hin und höre einmal, was zu hören ist, wann irgendwie nichts zu hören ist. Das sind so spannende Experimente, die wir mit uns machen können. Und der vorletzte Tipp, den ich dir mitgeben mag, also von diesen vieren, sind wir jetzt so beim dritten Tipp, dass du dich gut auf diese Reise machen kannst, nach dem Mindshift und dem wirklich praktischen Ausprobieren. Das dritte ist, mach dir vielleicht nicht To-Do-Listen, sondern mach dir Not-To-Do-Listen. Also das heißt, finde mindestens 5 Dinge an dem Tag, die du nicht tun wirst. Zum Beispiel, ich möchte mich heute nicht über das aufregen. Ich nehme heute diese Dinge nicht mit heim vom Büro, von der Arbeit. Was ist auf deiner Not-To-Do-List? Das ist viel, viel spannender manchmal als wie die To-Do-List. Und das ist vielleicht die Essenz von dieser Not-To-Do-List könnte sein, was ist meine To-Be-List? Wie möchte ich heute am Abend mich fühlen? Wie möchte ich sein? Ja? Was ist deine Essenz, die du so am Abend, was ist dein David, der so am Abend erstrahlen darf? Was ist die Essenz, die du am Abend von dir selber erspüren magst? Und das Letzte ist, mach dir bewusst, dass du auf diesem Weg, wenn du dich übst in der Kunst des Weglassens, dass du nichts musst, aber alles darfst. Und das ist eine schöne Grundhaltung, die du als Abschluss mitnehmen kannst. Und vielleicht dient dir diese Folge als Inspiration, dass du es einmal von der anderen Seite aufzäumst und erkennst, was du für ein großartiges, wunderbares Wesen bist, was manchmal nur in diesem Mama-Block schlummert und einfach entdeckt werden mag. Pass gut auf dich auf, mach es dir leicht und sei achtsam mit dir und mit deinem Leben. Alles Gute, deine Christine.